Hallo, ihr Lieben. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte nicht nur Videos drehen von Sachen, die mir gefallen, sondern auch von welchen, wo ich überhaupt nicht begeistert bin. Ich zeige euch mal, was ich heute mache. Ich bin hier und versuche gerade Drehgips anzubringen, eine Wand zu stellen. Habe dazu diese Verlängerung für Bits oder Welle, wie auch immer, die ich leider geschrottet habe. Die ist aus einem No-Name-Koffer und die war eigentlich richtig gut. Leider habe ich es übertrieben, habe zu schnell gemacht und dann hat sich das Teil in meine Hand gefräst. Da war ich im Baumarkt, weil ich will ja weiterbauen und habe gefragt, ob ich was haben kann, um in Ecken zu bohren, weil du kommst sonst hier nicht rein. Ist einfach nicht machbar, um ordentlich zu bohren. So, und dann haben die mir gesagt, das ist eine Welle, das ist speziell, das muss man bestellen, das ist völliger Quatsch. Bei Amazon habe ich ganz viele gefunden, habe mal zwei bestellt. Die zum Beispiel hier ist von Silverline. Flexible Welle. Ich zeige euch mal, was da mich ran stört. Da ist nichts flexibel. Ich komme, wenn ich die in der Bohrmaschine habe oder im Akkuschrauber, nicht in die Wand. Da biegt sich nichts. Das ist Schrott. Also Silverline, flexible Welle. Ich glaube nicht, dass Männer das anders machen. Ich habe gehört, die nehmen sowas gar nicht. Ich weiß da nicht, wie sie in die Ecke reinkommen. Aber das Teil braucht ihr nicht zu kaufen. Das könnt ihr gleich in die Tonne schrauben. So, dann habe ich eine zweite bekommen und zwar von OHG Store. Die ist schon mal, fand ich super, hier aus Hartplaste. Sie kann sich also schon mal theoretisch nicht in meine Hand reinbohren. Die hat hier diese Gelenke. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist super. Die ist auch flexibel. Man kann sie so weit drehen. Und jetzt versuche ich mal, euch zu zeigen, dass die aber auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Also ich bin noch weiter auf der Suche nach guten Wellen. Ich nehme auch gern Vorschläge entgegen. Mache ich da vorne mein Bit rein. Also ihr seht, die ist recht gut flexibel. Und dann zeige ich euch mal, wenn ich versuche, hier in dieses Loch, das ich schon eine Weile bearbeite, die Schraube reinzubekommen, das echt schwierig ist. Also erstmal komme ich nicht wirklich in die Ecke hinein. Ich denke, man kann das sehen so. Dann habe ich ein wenig Panik, wenn ich das festhalte, dass ich das wieder in der Hand habe. So, ich gebe da Druck drauf. Und ich sag euch, das kann doch nicht so schwer sein, ein Werkzeug herzustellen, das man für Ecken benutzen kann. Seht ihr das? Sobald ich versuche, da Druck drauf zu machen, fängt die wieder da vorne an, sich in sich selbst zu drehen. Also habe ich sie gleich wieder in der Hand. Ich kriege auch nicht genügend Kraft drauf, wie ich es drehe und wende. Die zieht sich zusammen, das ist kein Werkzeug. Also wie bitte soll ich mit dem Teil die Schraube reinkriegen? Ich bin gerne dankbar für Vorschläge, aber dieses Teil, auch von Silverline oder von OHG Store, müsst ihr euch nicht kaufen. Das ist Schrott, kann man sich sparen. Darüber bin ich extrem frustriert.